Aggressiv. Wie schreibt man denn jetzt aggressiv mit 2G und 2S? Heute schauen wir uns die schwierigsten deutschen Wörter an, die quasi häufig falsch geschrieben werden, von A bis Z. Das soll eine Billardkugel sein. Billard. Also im Englischen haben wir ja hier dieses L-L-I-A. Billard. Von der Aussprache her, wie gesagt, mit 2L. Cappuccino. Mit 2P und 2C. Das soll eine Lupe sein, aber detailliert. Detailliert. Andere Aussprache, wiederum hier mit 2L. Das Ergebnis, wie gesagt, mit einem S. Eichhörnchen. Einer meiner Lieblingswörter. Eich. Hörnchen. Kann man auch oft falsch schreiben. Fitness mit einem T und zwei S. Wenn ich sage Fitnessstudio, Fitness hat ja sowieso zwei S und Studio ein S, dann sind es drei S. Fitnessstudio. Gedächtnis, das Gedächtnis. Das T hört man hier kaum. Das Gedächtnis von der Aussprache her, wie gesagt, mit einem S und hier ein T. Das ist jetzt quasi eine Sonne, aber heute Morgen, wenn die Sonne scheint, heute klein. Zum Beispiel, ich gehe heute Morgen zur Schule. Heute klein, morgen groß. Interessant. Fußball ist interessant. Zum Beispiel hier mit 2S. Jetzt. Drei Konsonanten hintereinander. Jetzt. T, Z, T. Kommilitone, Kommilitonin. Eine Person, die gleichzeitig mit einer anderen Person quasi an derselben Hochschule oder Universität studiert. Kommilitone, männlich. Kommilitonin, weiblich. Mit 2M. Lappalie. Das ist, wenn man sich zum Beispiel, sich wegen oder über Lappalien aufregen, als unbedeutend empfundene Sache. Lappalie, 2P. Ich weiß nicht, ob das eine Orange ist oder Mandarine. Mandarine, wie gesagt, nur mit einem I. Das I ist langgezogen, kein IE. Mandarine. Nämlich mit A-Umlaut, also einem Ä und M. Kein H, nämlich. Ja, Omelette. Viele mögen das. Omelette. Aussprache total anders, aber Schreibweise Omelette am Ende mit Doppel-T. Was könnte das sein? Philosophie. PH? PH, Philosophie. Andere Schreibweise hier mit IE am Ende. Das ist top. Gute Qualität. Q, U, A. Qualität, Quantität. Wie gesagt, wir schauen uns die Wörter von A bis Z an. Rhythmus. Ganz komisch, Rhythmus. R, H, Y, T, H, M. Sechs Konsonanten hintereinander. Beim Tanzen oder in der Musik gibt es den Rhythmus. Ja, der Mann ist sympathisch. Sympathisch. T, H. S-Y, sympathisch. Auch ein schwieriges Wort. Ein Haus oder eine Wohnung mit Terrasse. 2R, 2S. Die Terrasse. Dann haben wir noch unendlich. Unendlich, wie gesagt, nicht mit einem T. Unendlich. Man hört ja hier ein T, aber man schreibt es mit einem D. Wie kann man das kontrollieren? Wenn man sagt zum Beispiel das Ende, jetzt höre ich ein D, aber unendlich, man hört eher ein T, unendlich. Vielleicht mit 2L, vielleicht. Der Mann überlegt, das ist ein Widerspruch, das passt nicht ganz zusammen, das ist ein Widerspruch.
nicht mit einem IE, sondern nur mit einem I. Wenn ich sage, ich komme wieder, noch einmal, dann IE. Xylophon, ein schönes Instrument, das Xylophon. XYL, hier wieder ein PH, wie bei Philosophie, Xylophon. Das ist eine Yacht mit Y, nicht mit J. Jetzt haben wir hier einen Salat. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, das ist eigentlich nicht ein Gurkensalat, aber sagen wir mal Zucchini-Salat, Zucchini mit 2C, Zucchini. So, das waren meiner Meinung nach eine der schwierigsten Wörter oder Wörter, die man oft falsch schreiben kann. Es gibt natürlich auch viele weitere. Ihr könnt sie gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal bei German Tea Time.